Alright, also meine Atomuhr sagt, wir haben 11 Uhr. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu einem neuen Webinar von uns mit CountX. Diesmal freue ich mich besonders, dass wir zusammen mit unserem Partner Bilby dieses Webinar gestalten können. Dabei habe ich Sebastian und Sandra. Werden gleich kurz mal vorstellen, vielleicht kurz ein paar organisatorische Themen. Es geht heute um Internationalisierung auf Amazon. Erstes, weil es meist die größte Frage ist, das Webinar wird aufgezeichnet. Das heißt, wir werden im Nachgang auch an alle Teilnehmer, auch die sich angemeldet haben, nicht teilgenommen haben, eine Aufzeichnung rumschicken. Zweitens, es gibt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das kann man unten, wenn man in der Leiste bei Zoom in die Sektion F und A geht, kommt man dann, kann man Fragen stellen, die kann dann gesehen werden. Wir werden diese entweder direkt per schriftlich beantworten, einer von uns beiden, oder wir werden notieren, dass wir diese dann in der Diskussion beantworten werden. Wir haben zwei Q&A-Sessions vorbereitet, denn es geht eigentlich um zwei Teilbereiche im Webinar. Einmal um das Thema Internationalisierung, mehr über das Versandthema, also grenzüberschreitend, wie verschicke ich quasi aus Deutschland in die EU und weiter. Ein anderes Thema ist dann Internationalisierung über Lagerung. Da gehen wir dann im zweiten Teil drauf ein. Genau, wenn es dazu Fragen gibt, gerne die dann in die F&A-Sektion reinschreiben. Und dann würde ich sagen, wir starten direkt einfach mal mit einer kurzen Vorstellung. So gebe das Wort an Sandra. Ja, danke Cornelius. Hallo zusammen. Ja, mein Name ist Sandra. Ich arbeite bei Bilby als E-Commerce Specialist und bin insgesamt seit 2011 im E-Commerce unterwegs und seit Ende 2021 bei Bilby und unterstütze Kunden und Kundinnen dabei, ihre Prozesse quasi über die Software abzubilden. Und dann gebe ich weiter. Danke. Perfekt, dann gleich direkt kurz zu mir. Ich bin Cornelius, einer der Geschäftsführer von CountX. Mit CountX kümmern wir uns um internationale Umsatzsteuerabwicklung für Online-Händler. Bin jetzt seit 2 Jahren dabei, war davor aber auch schon mehrere Jahre im E-Commerce tätig, als im D2C-Bereich, im Pet-Food-Bereich, um genau zu sein. Genau, und verantworte bei CountX das Thema Growth und Sales. Arbeite auch mit Partnern sehr eng zusammen. Also Sebastian und ich haben auch schon einen Podcast zusammen aufgenommen, wer noch nicht reingehört hat. Deswegen hier mit Überleitung an Sebastian, deine kurze Vorstellung und dann kannst du auch Bilby direkt einmal genauer vorstellen. Vielen Dank, Cornelius. Ja, hallo zusammen, an alle, die heute zuhören, zuschauen. Wie schon gesagt, ich bin Sebastian, bin schon auch ein paar mehr Jahre im E-Commerce unterwegs, vorher auch eher so im B2C-Bereich und seit 2019 bei Bilby für Partnerschaften, Kooperationen zuständig, speziell in diesem Fall für Integrationen, also sprich technische Integration in Bilby. Und dazu gehört eben auch CountX. Und ich freue mich auf das Webinar. Dann lasst uns mal starten. Ja. Genau. Für diejenigen, die Bilby noch nicht kennen, also Bilby gibt es schon seit 2009, damals noch unter einem anderen sehr, sehr greifbaren Namen, und zwar rechnungsdruck.de. Ist so ein bisschen entstanden aus einer Not heraus, damals noch im Davanda-Zusammenhang, weil es einfach keine Möglichkeit gab, relativ easy für einen Auftrag eine Rechnung zu erzeugen. Und da hat sich unser Gründer Jan dann Gedanken gemacht und hat da was gebaut. Im Laufe der Jahre sind da einige mehr Funktionen dazugekommen. Seit 2015 ist Bilby eine GmbH, und ist seitdem auch stetig gewachsen. Wir sind jetzt so über 50 Mitarbeiter geworden, haben aktuell über 19.000 NutzerInnen. Aktive NutzerInnen. Der große Vorteil von Bilby ist, es ist relativ schnell einsetzbar für diejenigen, die es noch nicht kennen. Das heißt also, sobald ich mich registriert habe, kann ich im Grunde sofort anfangen mit der Konfiguration und kann, wenn ich gut bin, eigentlich so in 3, 4, 5 Stunden meine ersten Bestellungen importieren, wenn ich die Grundkonfiguration abgeschlossen habe. Wie bei einer SaaS-Lösung, cloud-basierten Lösung üblich, es ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche überall über den Browser verfügbar. Das heißt also, ich kann eigentlich von überall meine Bestellung verwalten, importieren, Rechnungen erzeugen etc. Jetzt auf die Commercial-Daten nochmal einzugehen. Also letztes Jahr 85, über 85 Millionen abgewickelte Bestellungen, all over, und über 120 Schnittstellen, integrierte Schnittstellen. Wir haben noch diverse Service-Dienstleister, Berater,
Unternehmen, die Individualschnittstellen programmieren, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber die 120 Schnittstellen sind jetzt eher so die, die tatsächlich eine Integration haben, also direkt über die API angebunden sind oder über diverse andere Schnittstellen. Genau, danke Cornelius. Kannst du die nächste machen? Was ist Bilby? Wie schon gesagt, Bilby ist, wir nennen es Multi-Channel-Software. Es ist im Grunde ein Auftragsmanagement-Lösung, Warenwirtschaft oder ERP würden andere sagen. ERP finde ich immer so ein bisschen sehr, sehr groß, den Begriff, weil er deutlich mehr Bereiche umfasst. Wir fokussieren uns auf den E-Commerce und da auf die wichtigsten Funktionen, die so ein Händler, eine Händlerin zum Beispiel braucht, sei es eben die Anbindung von diversen Online-Shops, deswegen Multi-Channel oder Marktplätzen, Rechnungsstellung logischerweise, Auftragsimport, Artikelimport, Artikelpflege und dahinter auch noch eine sehr, sehr mächtige, würde ich sagen, Automatisierungsengine, wo der Nutzer, die Nutzerin selber Regeln hinterlegen kann, um eben den Prozess so gut wie möglich zu automatisieren. Denn wir wissen ja alle, wenn man eben nicht 500 Mitarbeiter hat, sondern im Zweifelsfall alleine startet, dann versucht man sich eigentlich auf die wichtigen Dinge zu fokussieren. Und das ist in erster Linie der Artikel, das, was man verkauft, der Kundenkontakt. Und dass es eben im eigenen Online-Shop oder auf dem Marktplatz eben auch entsprechend gut aussieht. Wir haben sehr, sehr großen Anteil Direct-to-Consumer-Brands in unserem Kundenportfolio, so würde ich es jetzt mal nennen, die über verschiedene Kanäle, wir sagen so, es sind so 2 bis 3 Anbindungen, die so jeder Kunde im Durchschnitt hat, verkauft und sind da eigentlich besonders attraktiv für entweder sehr kleine Unternehmen, Startups, Kleinstunternehmen, aber mittlerweile eben auch für den Mittelstand, für mittelgroße Unternehmen. Was man nicht braucht, ist Technik-Know-how. Das ist der große Vorteil. Also man muss sich wirklich nur durchklicken und konfigurieren. Und noch dazu kommt, wir haben ein sehr, sehr faires, transparentes Pricing. Man kann also im Grunde am Anfang des Monats, wenn man ungefähr weiß, wie viele Bestellungen man monatlich hat, ziemlich genau sehen, was man da bezahlen muss am Ende des Monats. Und wenn man mal keine Bestellung importiert, kostet es auch nichts. Das heißt also, wir sind weggegangen von diesen ganzen Plänen, die ja viele Unternehmen noch haben, wo du dann monatlich einfach einen festen Betrag bezahlst. So kannst du eben auch davon ausgehen, wenn du mal eben keine Bestellung importierst, zahlst du da auch nichts. Ein obligatorischer Euro ist es, glaube ich, aber ich glaube, mit dem kann jeder leben. Genau. Und genau, wir können logischerweise auch nicht nur Domestic, sondern eben auch internationalen Verkauf abbilden. Und damit eben auch einfach und steuerlich korrekt. Deswegen steht es hier als Überleitung, das Abbilden, zum Beispiel mit Amazon. Sehr gute Genau. Überleitung. Ich glaube, eine Folie hast du noch hier drin. Genau, Genau. das hast du, glaube ich, auch erwähnt. Genau, ich kann noch mal kurz darauf eingehen. Es gibt ein kurzer Überblick über die Kategorien, die Bereiche, die wir da so abbilden. Bei Bilby ohne Partner-Ökosystem würde halt auch nicht gut funktionieren. Wir haben halt so Grundfunktionen, die wir selber abbilden, die wir selber eben weiterentwickeln und drumherum eben ein vielfältiges Partnernetzwerk. Das fängt an bei Marktplätzen. Da haben wir, glaube ich, so die wichtigsten deutschen, aber eben auch internationalen Marktplätze angebunden. Amazon, Avocado Store, eBay und so weiter. Payment bedeutet bei uns nicht, dass man bei uns bezahlen kann. Das ist also nicht sozusagen der Payment Provider, der hinter dem Checkout hängt, sondern eher der Zahlungsabgleich. Das heißt, dass ich als Nutzer, Nutzerin weiß, ah, okay, die Bestellung wurde bezahlt über Zahlart XY und das dann entsprechend auch weitergeben kann zum Versand. Versand, gutes Stichwort. Da haben wir die gängigsten nationalen und internationalen Versandanbieter und auch Multicarrier-Provider angebunden. Sodass man innerhalb von Bilby auch direkt entsprechend zum Beispiel ein Versandlabel drucken kann oder Informationen eben an den Shop weiterleiten kann, sei das jetzt eine Tracking-ID oder ein Status. Was natürlich dann noch dazu kommt, wenn eine Rechnung geschrieben wurde oder ein Auftrag erstellt wurde, ist Buchhaltung. Das machen wir nicht innerhalb von Bilby. Da haben wir Partner wie CountX zum Beispiel, die dann entsprechend eben Transaktionen auswerten, importieren, weiterverarbeiten können oder eben auch reine Buchhaltungslösungen wie ein LexOffice oder ein Buchhaltungsbutler. Und
Genau, auf der Seite links unten sieht man noch diverse Shop-Systeme. Da haben wir sehr, sehr, sehr viele. Also ich würde jetzt nicht alle aufzählen wollen, aber ich glaube, die am stärksten sind bei uns tatsächlich Shopify, ePages, Shopware nicht mehr so stark, WooCommerce, genau. Das sind halt so die gängigsten, die auch viel genutzt werden. Und die sind auch nahtlos integriert, genau. Ja, das war es erstmal von mir. Vielen Dank. Perfekt, danke dir, Sebastian, für die Einleitung hier. Damit steigen wir jetzt auch richtig in das Thema ein. Wie gesagt, wir halten uns heute in zwei Bereiche. Wir wollen es auch proaktiv und interaktiv gestalten, wir werden Live-Demo von Bilby haben, ein paar Live-Daten auch zeigen, die wir sehen bei CountX. Genau, und steigen jetzt erstmal ein in das Thema Internationalisierung durch Versand. Was bedeutet das? Was wir damit meinen, ist eigentlich, wir verschicken, der tendenzielle Case ist, wir sind ein deutscher Händler und verschicken aus Deutschland in internationale Länder. Das kann man in dem Sinne pushen, indem man vor allen Dingen auf Amazon seine Angebote erstellt, auf den verschiedenen Zielmarktpreisseiten, also nicht nur Amazon.de, sondern eben in Italien, Frankreich, Spanien, Belgien, Holland, Schweden, was alles, Polen, was dazu ist. Gab im Vorfeld zu dem Webinar tatsächlich eine Frage und sagen, wie weit gehen wir hier auch darauf ein, ob es sich für mich als Produzent lohnt, welche Länder ich genau gehe mit dem Verkauf auf Basis meiner Produkte. Das ist, glaube ich, eine so schwere Aufgabe, wo man, glaube ich, 10 Stunden mit füllen könnte. Ich muss da mal sagen, ich glaube, dass die Empfehlung ist, die wir auch immer sehen, ist, man sollte sich einen klaren Launchplan machen, sollte probieren. Also es geht, man kann Research machen, aber dann muss man am Ende auch mal die Entscheidung treffen, es zu probieren und sich klare Ziele setzen, sagen, ich mache jetzt mal 3 Monate, teste ich einen gewissen Markt aus, mit klaren KPIs, die ich treffen möchte. Und wenn ich die nicht schaffe, dann gehe ich auch wieder zurück. Ich glaube, das ist immer das Wichtigste, weil häufig fängt man an und treibt dann von einem Ziel ins nächste und schwimmt da so ein bisschen hin. Und deswegen, wir gehen auf das Thema heute nicht sehr detailliert ein. Grundsätzlich geht es natürlich darum, vor allen Dingen, wie ist die Zusammenhang zwischen internationalem Verkauf, Rechnungsstellung, was muss in Bilby berücksichtigt werden, was passiert in der Steuerabwicklung, was wir machen, darauf gehen wir ein bisschen tiefer ein. Grundsätzlich gilt, wie gesagt, gerade bei Amazon, lässt sich relativ einfach über das Tool oder über die Seller Central lassen sich andere Zielmarktplätze dazuschalten. Es gibt sogar ein Angebot von Amazon, das kennen die meisten wahrscheinlich, dass das auch automatisch gemacht wird. Also Amazon übersetzt die Teile. Das ist sicher auch eine Gretchenfrage, ob man das machen lässt oder ob man es lieber selber macht, um die Kontrolle zu behalten. Die Optionen gibt es. Ich glaube, was ein wichtiges Thema ist, gerade wenn man international verschickt, ist eben das Thema Versandkosten. Denn gerade wenn man FBA macht, ist es eben so, dass die grenzüberschreitenden Versandgebühren bei Amazon in andere Zielländer rund 40% höher sind als die lokalen. Das muss man natürlich soweit berücksichtigen, dass man eben entsprechend seine Berechnung macht, wann lohnt sich für mich tatsächlich international zu gehen, welche Preise muss ich auch aufrufen, damit das Ganze für mich profitabel ist. Das so aus reiner operativer Sicht erstmal zum Starten. Des Weiteren, und ich glaube, dass hoffentlich das mittlerweile die meisten von Ihnen und euch davon schon mal gehört haben, geht um das Thema, was ist eigentlich steuerlich berücksichtigen, wenn es um das Thema Versendung grenzüberschreitend ins Ausland geht. Das Buzzword ist One-Stop-Shop, was, glaube ich, viele gehört haben. Und dabei ist immer die Lieferschwelle von 10.000 Euro im Jahr zu berücksichtigen. Vielleicht noch einen kurzen Abriss dazu, bevor Sandra in eine kleine Live-Demo geht, was dann auch gemacht werden muss, um das rechnungsbasiert auch richtig einzustellen. Wichtig ist Folgendes. Es gilt ab dem Zeitpunkt, wo die Lieferschwelle, und wichtig sind hier die B2C-Kunden, die sogenannte Ziellandversteuerung. Das heißt, sobald ich als Kunde oder als Händler an Endkunden mehr als 10.000 Euro im Jahr verschickt habe, grenzüberschreitend, muss auch die Rechnung der Umsatzsteuersatz des Ziellandes. Beispiel, um ein Beispiel zu machen, ich glaube, die meisten, wir kennen das, häufig so, wenn man in Deutschland anfängt, die ersten grenzüberschreitenden Versendungen gehen nach Österreich. Und wir sagen, wir haben jetzt 9.000 Euro hingeschickt. Dann sind wir unter der Schwelle. Und sobald wir haben dann noch mal Frankreich ein bisschen aktiver gestellt, dann nochmal 1.000 Euro dahin verschickt, jetzt haben wir die Schwelle erreicht. Und wenn ich dann nur ein Paket, ich sag mal, nach Holland verschickt habe, muss auch auf diese eine Bestellung ab dem Zeitpunkt der holländischen Mehrwertsteuersatz auf die Rechnung. Das ist wichtig. Das heißt, es gilt ab dem Zeitpunkt nicht pro Land, wo ich 10.000 Euro schicke, sondern es gilt grenzüberschreitend EU-weit. Sodass wirklich ab dem Zeitpunkt jedes Paket, was grenzüberschreitend in ein anderes Land geht, dort mit dem entsprechenden Mehrwertsteuersatz berücksichtigt wird. Wie wickelt man das ab? Weil die Steuerpflicht grundsätzlich gilt für das Land, wo ich dann verschickt habe. Das Gute ist, dagegen steht eben der OSS. Das OSS-System heißt, ich kann in Deutschland über das OSS-Verfahren nicht registrieren und dort auch die Umsatzsteuer melden, zahle auch an das Bundeszentralamt für Steuern. Das Bundeszentralamt für Steuern
ist dann wiederum zuständig dafür, dass dann die Steuerzahlungen auch an die entsprechenden Länder weitergeleitet werden. Aber es ist eben wichtig zu berücksichtigen, dass man nicht irgendwie denkt, ich habe jetzt pro Land irgendwie 10.000 Euro oder wie gesagt, ich habe nur eine Steuerpflicht in Deutschland. Nein, es gilt wirklich, dass die Steuerpflicht grundsätzlich in dem Land ist, wo ich das Paket hin verschicke und ich kann das Ganze abwickeln über das OSS-Verfahren. Deswegen da wichtig, wir haben am Ende noch eine kleine Checkliste, aber eine Sache, die man jetzt schon mal sagen kann, es gilt wirklich frühzeitig dafür zu registrieren. Der Aufwand, die Registrierung ist relativ gering und man ist auf der sicheren Seite, wenn man sagt, man macht das immer, wenn man quasi an den Schwellenwert, wir sagen meistens, wenn man ab 6.000 bis 7.000 Euro sind und man sehen kann, das absehen kann, dass in den nächsten Monaten das ansteht, dann sollte man sich da frühzeitig mit beschäftigen. In diesem Sinne gebe ich jetzt mal an Sandra weiter und stoppe meine Bildschirmfreigabe, damit wir sehen können, was auch dabei auf der Rechnungserstellungsseite berücksichtigt werden muss. Danke, Cornelius. Dann nehme ich euch einmal mit in meinen Bilby-Account. Und die Einstellung bei Bilby, es gibt gar nicht so viel zu zeigen. Es ist nämlich super einfach und super schnell, das OSS-Verfahren oder auch die Lieferschwelle hier einzustellen. Und zwar haben wir hier die länderspezifischen Einstellungen. Und sobald wir die Lieferschwelle überschritten haben oder wissen, dass wir sie überschreiten, können wir das hier einfach aktivieren und optional auch noch ein Datum in der Zukunft quasi eingeben, ab wann das greifen soll. Wenn wir aber nicht nur die EU-Lieferschwelle überschritten haben, sondern uns zusätzlich für das OSS-Verfahren registriert haben, dann klicken wir hier einfach noch diese beiden weiteren Optionen an und speichern das Ganze. Und das war es an Einstellungen auch schon ab diesem Zeitpunkt oder gegebenenfalls ab dem Datum, das wir hier für die Zukunft eingegeben haben, weiß Bilby quasi alle Bestellungen, die unter das OSS-Verfahren fallen, dann korrekt aus. Und wir können das in der Bestellübersicht hier quasi an dem Fernverkaufstag sofort erkennen. Und des Weiteren ist es auch möglich, weil wir ja auch gerade die OSS-Meldung ans Bundeszentralamt für Steuern erwähnt hatten, ist es quasi möglich, ganz einfach über den Dateiexport hier eine, jetzt müsste ich sie nur finden, den Elster OSS-CSV-Export vorzunehmen. Ich kann einstellen den Zeitraum, den ich benötige und dann quasi eine Datei exportieren, die ich direkt ins BOP des Bundeszentralamts für Steuern hochladen kann oder meinem Steuerberater oder Dienstleister dafür zur Verfügung stellen kann. Und das war es auch schon zu den OSS-Einstellungen und ich gebe zurück an den Cornelius. Perfekt, vielen Dank. Wir gehen jetzt einfach nochmal durch so eine kleine Checkliste durch. Ich glaube, es wichtig ist wirklich, wie Sandra gerade gesagt hat, die Einstellungen grundsätzlich, die gemacht werden, sind relativ klein. Denn ich glaube, alle Rechnungsanbieter, auch wenn es vielleicht noch nicht auf Bilby sind, sind so weit eingestellt, dass man wirklich meistens nur einen Haken setzen muss. Das eingestellt ist, wir sehen leider, und deswegen müssen wir es immer wieder erwähnen, wir sehen leider immer wieder, dass das vergessen wird. Sagt, ja, wusste ich nicht, habe zu spät gemacht, etc. Deswegen ist für uns eben ganz wichtig zu sagen, sobald man weiß, dass man in die entsprechenden Lieferschwellen kommt, dass man sich sowohl auf der Rechnungsseite als auch entsprechend der Steuerberater, der Dienstleisterseite entsprechend informiert und auch die entsprechenden Einstellungen vornimmt, um vielleicht nochmal das auch zusammenzufassen, was wir gerade gesagt haben, also von der Checkliste her. Grundsätzlich geht es eigentlich so auf, wenn man anfängt, internationale Angebote erstellen, weil man da klar ist, passiert auch, dass Leute aus Holland oder aus Österreich natürlich speziell auf dem deutschen Marktplatz einkaufen. Aber wenn man seinen internationalen Verkäufer tatsächlich nach oben treiben möchte, ist es eben wichtig, dass auch die anderen Marktplätze aktiviert werden. Wir kommen dazu auch gleich nochmal, was das auch für Vorteile auch haben kann. Wichtig ist natürlich Folgendes: Die Lieferschwellen gelten nicht pro Marktplatz, sondern über ein Unternehmen gesammelt. Bilby ist, wie gesagt, eine Multichannel-Software, das heißt, viele werden wahrscheinlich auch vielleicht über eBay verkaufen, über einen eigenen Shopify-Shop etc. Die gesamte Lieferschwelle ist nicht nur auf den Amazon-Shop zum Beispiel berücksichtigen, sondern über die gesamte Unternehmung. Das ist eben entsprechend sehr wichtig. Dann, was wir auch gesagt haben, eine frühzeitige Registrierung für das OSS-Verfahren. Die kann sehr schnell vorgenommen werden. Auch da wieder gibt es KX als Dienstleister kann das machen, das kann auch ein Steuerberater machen, das können wir auch selber machen. Es gibt immer wieder Dinge, die da Support gemacht werden können. Wichtig ist, dann die korrekte Einstellung im Rechnungsprogramm vorzunehmen, regelmäßig die OSS-Meldung auch durchzuführen. Sandra hat es gerade gesagt,
Dort gibt es mehrere. Bilby kann Export machen, CountX kann Export machen, vielleicht kann der Steuerberater auch direkt machen. Da gibt es keine direkte Pauschalantwort, sondern Sie müssen sich mit einem Setup wohlfühlen, dem man das dann auch umsetzen kann. Und zu guter Letzt, und das muss ich an dieser Stelle nochmal erwähnen, pünktliche Zahlung ist ein extrem wichtiges Thema. Es geht sehr schnell, es gibt Länder, also auch wie wir mal erwähnt haben, so die Steuerpflicht entsteht nicht beim Bundeszentralamt für Steuern, sondern bei den einzelnen Ländern. Und es gibt Länder in Europa, die sehr, sehr schnell hinterher sind, wenn Zahlungen nicht an der Umsatzsteuer, die Umsatzsteuer nicht abgeführt wurde. Ich glaube, wir hatten letztes Mal irgendwie auch, die schreiben dann auch wegen 5 € ihnen eine Mahngebühr. Das hatten wir vor ein paar Quartalen aus Finnland zum Beispiel. Also da ist einfach nur wichtig, wie gesagt, immer wieder das Bewusstsein zu schaffen, die Steuerpflicht, die man ausübt, ist wirklich in den ganzen Ländern, wo man hin verkauft hat. Die Zahlung geht zwar an das Bundeszentralamt für Steuern, aber es muss entsprechend auch weitergeliefert werden. Wir haben hier ein paar Fragen, die vielleicht einmal kurz, auf die vielleicht kurz eingehen, wenn ich dazu weiterfangen. Erstmal von Arndt, danke dir einmal. Funktioniert PanEU nicht für Gefahrengüter? Ich würde darauf später eingehen. Wir gehen, weil PanEU ja ein Versandthema ist, also weil man PanEU in entsprechenden Ländern kommt. Aber das andere ist, benötigt einen Fiskalrepräsentanten in jedem Land. Das kann ich nur als Antwort in Echtzeit machen. Nein, als EU-ansässiges Unternehmen benötigt es keinen Fiskalrepräsentanten in jedem Land. Es kommt darauf an, wenn natürlich wir auf das Thema Pan-EU gehen, da kommen wir gleich zu. Und wenn Umsatzsteuer, die in jedem Land benötigt werden, muss dort auch die Umsatzsteuer abgeführt werden. Das kann, deswegen sitzen wir natürlich auch im Meeting hier oder im Webinar, das kann über uns geschehen. Kommen wir gleich im Detail zu, aber eine richtige Fiskalvertretung benötigt es nicht in jedem Land, die gebraucht werden. Wenn es weitere Fragen gibt, gerne die auch noch dazu schreiben. Genau. Jana, was mal genau macht CountX in diesem Ablauf? Kann ich auch direkt von Baby Rechnung schreiben und die OSS-Meldung machen? Ja, kannst du. Das ist in dem Sinne offen. Es gibt, deswegen hatte ich es, glaube ich, gerade auch erwähnt. Es gibt da sehr viele verschiedene Anbieter, die Themen machen. Es gibt dann zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, das Thema Pan-EU relevant wird und ich habe noch Umsatzsteuermeldungen in 3 anderen Ländern. Das kann über Bilby nicht abgewickelt werden, weil dafür bedarf es eben eine Umsatzsteuer, die im Ausland. Dann kommt jemand an und sagt, ja, ich würde gerne meine gesamte internationale Steuer bei uns abwickeln. Aber richtig, die Grafik, die ich gerade gezeigt habe, der Pfeil könnte auch direkt von Bilby über an das Bundeszentralamt für Steuern gehen oder den Steuerberater. Deswegen hatte ich hier auch in der Checkliste die regelmäßige OSS-Meldung über Steuerberater oder Dienstleister. Also die Datengrundlage, das glaube ich, ist das Allerwichtigste. Die Datengrundlage an sich ist relevant. Und wenn die Datenlage vollständig in Bilby hinterlegt ist, kann die natürlich auch genutzt werden, um entsprechend die OSS-Meldung zu machen. Vielleicht, ob Sandra oder Sebastian noch einen Kommentar dazu abgibt, aber ich hoffe, das habe ich halbwegs gut erklärt. Perfekt. Vielleicht in dem Sinne eine kurze Frage an euch alle, die dabei sind, weil wir auch wissen wollen, wer wie was macht. Wir haben 2 Umfragen. Kurze Single-Choice-Frage, die ich einmal kurz starte. Und ich würde euch bitten, kurz einmal drauf zu klicken, weil wir gerne wissen, wie sieht der Verkauf tatsächlich bei euch aktuell aus? Wie weit international verkauft ihr nur in Deutschland, EU-weit, weltweit? Thema UK, da gehen wir jetzt nicht speziell drauf ein. Vielleicht einmal kurz darauf ein bisschen interessiert, was ihr macht. Glaube, lass mal 10 Sekunden das ein bisschen laufen. Spannend. Ich muss sagen, es ist tatsächlich so ein bisschen, wie ich es erwartet hatte. Jetzt gleich mal einmal erzählen. So, ich glaube, die meisten haben geantwortet. Beenden wir die Umfrage mit auch. Also, um auch für alle anderen zu sagen, wir haben die Aufteilung, wir hatten in Deutschland 20%, 45% machen Deutschland und EU. Davon war ich ausgegangen, dass das meiste ist. 15% auch EU und UK und 20% weltweit, also im Zweifel dann USA und weitere Länder. Spannend ist, weil wir sehr viel merken, dass UK sehr, sehr, man sehr, sehr reserviert ist, was UK angeht. Finde ich doch interessant, dass doch 15% das auch machen. Genau, aber erstmal vielen Dank für die Antworten und spannend zu sehen, dass eigentlich das auch das Publikum heute sehr auch das widerspiegelt, was wir
was wir im Markt, würde ich sagen, auch wieder kriegen. Genau. So, wir haben jetzt noch eine zweite Frage bekommen, aber wir haben noch mehrere Fragen bekommen. Die können wir vielleicht erstmal eingehen, bevor wir auf das PANEU-Thema kommen. Wir fangen mal an mit der ersten von Seda. Verkaufszahlen ist eine Sache, das Lagern ein zweiter Punkt. Beides müsste doch in die USS gehen, also dass man die 110.000 Euro schon mit beiden Punkten erreicht, richtig? Ja, also vielleicht müssen wir dann mal genau, können wir gleich mal genau drauf eingehen. Ich versuche es mal zu beantworten, oder möchte einer von euch beiden? Dann fange ich an. Also ist es so, beim USS-Verfahren gilt jede grenzüberschreitende Versendung europaweit. Heißt, es gibt ja das Beispiel, da kommen wir jetzt gleich zu, Thema, ich lagere meine Ware jetzt mit dem CE-Programm zum Beispiel in Polen und Tschechien. Dann wird ja die Ware, wenn ich sage, ich verschicke nur nach Deutschland, wird die Ware dann erst von Amazon von einem Warenlager ins andere Warenlager umgelagert, also von Deutschland nach Polen oder Tschechien, und dann von Polen an den Endkunden nach Deutschland verschickt. Auf diese Rechnung muss ein Umsatzsteuersatz von 19%, weil ja der Kunde in Deutschland sitzt, aber dieser wird nicht über die Umsatzsteuererklärung in Deutschland abgeführt, sondern über das USS-Verfahren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das war auch, ich glaube, mittlerweile hat das auch, die letzten Steuerberater haben es, glaube ich, auch verstanden. Das war aber ein Riesenthema zu Anfang, weil gesagt wurde, man wusste nicht genau, was mit den Bestellungen ist, die nach Deutschland geschickt wird. Also sind die jetzt grenzüberschreitend oder nicht? Da kann ich die generelle Antwort gelten, sobald eine Ware grenzüberschreitend verschickt wird, gilt das als USS-Transaktion. Das gilt auch zum Beispiel, wenn man PAN-EU macht und von Frankreich nach Spanien verschickt. Kommt dort der spanische Mehrwertsteuersatz drauf. Und doch, trotzdem ist das eine USS-Transaktion, die man in Deutschland über das USS-Verfahren meldet. Ich hoffe, das hilft als Antwort. Ich glaube, die Frage von Johanna geht in die gleiche Richtung. Wenn die Ware nicht aus Deutschland, sondern aus Beispiel Italien verwendet wird und ich unter der 10.000 Euro Schwelle bin, muss dann die deutsche Mehrwertsteuer auf die Rechnung. Vielleicht könnt ihr das aus Bilby-Sicht erklären mit der Rechnung. Du bist natürlich der Steuerexperte, Cornelius. Aber sobald ich, ja, also korrigiere mich bitte, wenn ich jetzt falsch liege. Aber sobald ich die Ware in Italien lager und von da aus versende, muss ich mich ja steuerlich in Italien registrieren und müsste dann entsprechend auch meine zusätzliche italienische Steuernummer in Bilby hinterlegen. Und anhand dieser Konstellation würde Bilby dann quasi die Mehrwertsteuer korrekt ausweisen. In diesem Fall wäre es dann, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wenn ich unter der Schwelle bin, glaube ich, die italienische. Korrigiere mich bitte. Ja, also es ist tatsächlich so, vielleicht auch da wieder, was ich gerade gesagt habe. Also wenn die Ware erstmal nach Italien umgelagert wird, muss man erstmal sowieso eine Umsatzsteuer-ID in Italien vorliegen. Das ist erstmal der Grundsatzfall. Jetzt kommt der Fall, wenn ich dort nach Italien einen Kunden verschicke, muss natürlich die italienische Mehrwertsteuer auf die Rechnung und dort auch die Mehrwertsteuer abgeführt werden. Wenn die Ware jetzt in dem Fall wiederum nach Deutschland verschickt wird, dann müsste dort der wieder Ziellandversteuerung, der deutsche Mehrwertsteuersatz drauf und die Abführung. Und ich habe tatsächlich noch keinen Fall gesehen von jemandem, der international lagert, aber auch nicht das USS-Verfahren nutzt. Also das ist sehr, sehr unüblich, weil meistens die Ware, wenn sie in Polen, Tschechien gelagert wird oder über Amazon in verschiedenen Ländern gelagert wird, ist die Schwelle sehr, sehr schnell erreicht, weil Amazon auch nicht immer in dem lokalen Land verschickt, sondern auch grenzüberschreitend verschickt. Das heißt, eigentlich dann ist immer klar, dass dort dann der Mehrwertsteuersatz des Ziellands drauf muss und die Rechnung an sich über das USS-Verfahren abgewickelt wird. Ich hoffe, das hilft auch als Antwort. Genau. Noch eine Frage, wie lange dauert die Abteilung einer Umsatzsteuer, die in Spanien im allgemeinen Erfahrungswert? Sehr gute Frage, lange. Wobei wir mittlerweile von CountX-Seite sagen können, dass wir in 3 Monaten, Erfahrungswertmittler in 3 Monaten das hinkriegen können, also gut 12 Wochen. Es hat früher ein bisschen länger gedauert, eigentlich bis zu 6 Monaten. Mittlerweile aber durch ein paar Prozessoptimierungen sind wir bei gut 3 Monaten. Falls da Detailfragen sind, gerne auch im Nachgang auf mich zukommen. Genau, wir gehen jetzt mal einen Schritt weiter, weil die Fragen gingen ja auch schon in die Richtung. Wir gehen mal auf das Thema Lagerung. Warum sollte ich überhaupt meine Ware im Ausland lagern? Weil wir gesagt haben, wir haben das Thema Amazon.
ist da relevant? Gehe ich jetzt auch natürlich ein bisschen speziell auf das Thema Amazon, Amazon FBA ein, weil es eben so ist, dass Amazon die Möglichkeit gibt, eigentlich aus Deutschland heraus zu sagen, hey, du kannst meine Ware eigentlich in verschiedenen Ländern umlagern. Und der Grund ist eigentlich, sind eigentlich zwei Gründe, also Hauptgründe sind zwei Dinge. Einmal, die Versandkosten gehen rapide nach unten. Dazu zeige ich gleich nochmal ein spezielles, einen echten Showcase, was das genau bedeutet. Und das Zweite ist auch, dass Amazon propagiert, dass dadurch die Verkaufszahlen natürlich entsprechend auch nach oben gehen. Denn wenn natürlich die Ware schon näher am Endkunden liegt, also zum Beispiel in Frankreich, die Ware schon in Frankreich liegt und Franzosen kaufen möchten, ist es wahrscheinlicher, dass deine Produkte weiter oben gerankt werden, besser verkauft werden können, als wenn du es aus Deutschland machst über einen Fernverkauf. Das sind eigentlich die Hauptgründe. Das ist also der, muss man, genau deswegen muss es eigentlich immer eine Break-Even-Rechnung geben, zu sagen, okay, ich kann Versandkosten einsparen, wenn ich eine Lagerung in meinem Ausland aktiviere, habe aber natürlich, und das muss man, also dagegen steht immer, die Bürokratie, die sehr begrenzt ist, aber auch Geld kostet, von lokalen Umsatzsteuerregistrierung und Meldung. Und wir werden heute da einmal genau darauf eingehen, was das genau bedeutet. Also wann lohnt es sich für mich tatsächlich, eine internationale Lagerung zu starten, gegenüber ich verlasse den internationalen Verkauf, also aus Deutschland raus, weil es für mich einfach insgesamt profitabler ist, das zu machen. Da gehen wir gleich mit dem Speziellen drauf ein, bevor wir sehen wir noch einmal nochmal, was auch da wieder bei Bilby erledigt werden muss. Wichtig vielleicht ein spezieller Fall, weil es immer wieder auch hinten runterfällt. Sobald man anfängt, international zu lagern, gerade mit Amazon, wird Ware ja von einem Warenlager ins andere verschickt. Das ist ein sogenannter internationaler Warentransfer, heißt von Deutschland nach Polen. Dafür, das ist eine interne Transaktion, für die eine Proforma-Rechnung bei mir intern erstellt werden muss. Also ich stelle mir quasi mit der einen Umsatzsteuer, die aus Deutschland, gegen meine anderen Umsatzsteuer, die in Polen, eine Proforma-Rechnung, dass das quasi verbucht werden kann. Und ich muss dies auch in den Zielländern melden. Deswegen ist auch wichtig, dass der deutsche Steuerberater Bescheid weiß, dass das passiert. Dienstleister wie wir berücksichtigen das natürlich in den Ländern, wo wir die Umsatzsteuer dies verwalten und dort die Umsatzsteuermeldung machen. Aber es ist wichtig, dass das entsprechend auch erledigt wird. Es gibt immer wieder auch Themen, wo dann kommt, ja, ich habe das schon seit 3 Jahren gemacht, habe es aber nie gemeldet. Das sind sicher Themen, die immer berücksichtigt werden. Deswegen, gleich kommt auch erst zur Checkliste. Wenn man international lagert, Stichwort Proforma-Rechnung, internationaler Warentransfer, bitte immer berücksichtigen. Da kam gleich eine Frage, wir gehen da gleich drauf ein, was das bedeutet steuerlich in der Q&A-Session. Wir gehen erstmal einen Schritt weiter. Wichtig ist eben, ich hatte ja gesagt, das Thema Kostentreiber. Und zwar ist gerade bei Amazon im FBA-Bereich, ich gehe jetzt tatsächlich mal speziell auf das im FBA, weil natürlich, wenn man individuelle Versandgebühren mit seinem Partner hat, dann ist es natürlich nicht ganz so pauschal zu sagen, aber ich kann, weil dadurch, dass Amazon eine sehr transparente Preisliste hat, kann man da an dem Beispiel sehr gut erklären, wann es sich irgendwie lohnt, entsprechende Umlagerung zu machen, wann nicht. Amazon hat, ich glaube, die meisten kennen diese Preistabelle, tatsächlich aktuell über 40 Versandgrößen, die genutzt werden können. Das kommt auf das Produkt an. Dann wird man gerne eingemessen, gerne auch mal falsch eingemessen. Also das kennen wir auch aus Erfahrung, gerne mal immer wieder nochmal neu fragen, dass es auch richtig gemessen wird. Und diese Versandkosten, das muss man auch berücksichtigen, werden immer pro verkauften Produkt berechnet, nicht pro Bestellung. Manche denken nur so, okay, ja, ich habe jetzt mein Produkt dreimal verschickt und dann wird mir das einmal berechnet. Nein, dann wird es tatsächlich auch dreimal berechnet. Auch wenn Amazon natürlich beschlossen, das an einem Paket zu verschicken, werden einem die Versandkosten trotzdem dreimal berechnet. Also das heißt, da kann man auch sehr klein sagen, pro Verkauf gibt es einen direkten Preis. Ich habe hier unten rechts mal ein Beispiel gemacht, um mal auch die Größenordnung darzustellen. Also in diesem Fall unten rechts mit 8,45 und 4,97 ist es ein kleines Paket bis 900 Gramm gemeint. Wenn ich das von Deutschland nach Italien verschicke, zahle ich pauschal 8,45 €. Wenn ich eine Umlagerung nach Italien erlaube und es dann quasi nach Italien verschickt wird, zahle ich 4,97 €. Also es ist ein Durchschnittsunterschied von 3,50 € pro Bestellung. Was natürlich, wenn man seine eigene Margenrechnung macht und seine Profitabilitätsrechnung macht, schon ein recht signifikanter Unterschied ist. Und das, darauf werden wir jetzt nochmal speziell noch eingehen, warum sich das tatsächlich manchmal auch lohnt. Vorher auch da nochmal Übergabe an Sandra. Was passiert, also jetzt bin ich nicht nur in Deutschland, mache OSS, jetzt bin ich irgendwie, ich sage jetzt mal, der klassische CE-Kunde in Polen und Tschechien gemeldet, weil ich das spannend finde. Ich habe noch eine Folie, Entschuldigung, ich habe es vergessen, ich habe eine Folie, weil ich gerade von CE gesagt habe. Ich habe mich vorher gesagt, Italien, dann spart man irgendwie 3,50 € pro Paket. Daneben steht das CE-Programm in Deutschland, für uns als gerade für deutsche Händler.
noch daneben. Das heißt, die Umlagerung nach Polen und Tschechien. Hier gilt leider nicht, dass man irgendwie 3,50 Euro pro Paket einsparen kann, sondern da ist es sehr pauschal. Es sind 26 Cent aktuell, sodass man eigentlich sehr klar sagen kann, okay, wenn ich x 1000 Pakete im Monat verschicke nach Deutschland, kann ich bei einer Umlagerung nach Polen und Tschechien 26 Cent pro Paket verschicken, muss dagegen aber die Kosten der Umsatzsteuer-ID und der Proforma-Rechnung, Abführung etc. In Polen und Tschechien gegenrechnen. Und dann kann ich für mich berechnen, ob es sich für mich lohnt, entsprechend diese Umlagen zu starten. Um gleich vorwegzunehmen, aus unserer Erfahrung ist da die Schwelle ungefähr 1.500 Bestellungen im Monat, die man mindestens erreichen sollte, über das Monat, über das Jahr auch gesehen. Also nicht gerade, wenn man saisonal ist, nicht irgendwie sagen, hey, ich habe mal einen Monat 1.500 und die restlichen machen 500, sondern als Jahresdurchschnitt sollte man 1.500 Bestellungen machen. Und dann kann man, dann sollte man an sich sehr, sollte man sich über eine Umlagerung nach Polen und Tschechien seine Gedanken machen und die entsprechend anstoßen. Sandra, jetzt zu dir, Entschuldigung, dass ich da immer schon vorweggenommen habe. Dankeschön. Dann. Ich gehe jetzt zurück. Eine Sekunde. Meine Freigabe ist beendet. Dann kann ich meine nochmal starten. Wenn wir jetzt unsere Ware in Polen und Tschechien, waren die Beispiele, glaube ich, gerade lagern über das Amazon FBA-Programm, dann sind wir in dem Zug, wie wir gehört haben, auch steuerlich registriert in Polen und Tschechien. Dann kann ich im Bilby hier ganz einfach weitere Umsatzsteuer-IDs oder FET-IDs hinzufügen. Jetzt suche ich natürlich die Länder, die wir gerade genannt haben. Polen haben wir hier zum Beispiel. Trage hier meine polnische ID ein und kann optional auch hier wieder ein Gültigkeitsdatum eintragen. Und sobald ich das speichere, weiß Bilby quasi, dass wenn ich Ware, die aus Polen verschickt wird, nach Deutschland beispielsweise, dass über diese, Entschuldigung, über diese Steuer-ID läuft, aber trotzdem ein Fernverkauf ist, weil ich den grenzüberschreitenden Versand von Polen nach Deutschland habe. In der Basiseinstellung geht Bilby allerdings immer davon aus, dass quasi das Versandland oder also das Land, aus dem die Ware verschickt wird, auch gleichzeitig das Sitzland des Unternehmens ist. Und bei FBA-Bestellungen haben wir da jetzt die Besonderheit, dass Amazon quasi das Lager, aus dem verschickt wird, direkt mit übermittelt. Wäre das jetzt eine Ware, also eine Sendung, die beispielsweise aus Polen verschickt worden wäre, würde Amazon hier direkt PL als Versandland mit übermitteln. Und aufgrund dessen kann Bilby dann quasi im Zusammenhang mit den hinterlegten Steuer-IDs und den weiteren Einstellungen den spezifischen Steuerfall konkret ausgeben. Perfekt. Genauso vielleicht auch dann mal zur Ergänzung. Deswegen für steuerlich ist eben entsprechend relevant, wo bin ich entsprechend gemeldet, von wo ist die Ware losgeschickt worden und wo ist sie hingeschickt worden. Weil dann entsprechend, wie wir schon vorher gesagt haben, wenn es grenzüberschreitend ist, ist es zwar Mehrwertsteuersatz Zielland, aber ein OSS-Fall. Was passiert, wenn ich zum Beispiel von Italien nach Italien verschicke? Ist es eine lokale Transaktion, auch mit einem italienischen Steuersatz als Beispiel? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, mal zu berücksichtigen, dass das entsprechend genau, auch für die Rechnungserstellung entsprechend relevant ist. Ich gehe mal auf eine kurze Frage ein, weil die hatte der Arndt eben gestellt, welche Preise sind auf der Proforma-Rechnung anzusetzen? Das sind die Einkaufs-, also am Ende, was wir machen als Count-X, wir setzen dort die Einkaufspreise an. Das heißt, den Warenwert, den ich meinem Händler zahle, um die Ware zu bekommen. Das ist am Ende der Grundsatz. Genau, weil am Ende ist, glaube ich, auch so, irgendwo wurde geschrieben, fallen Steuern an, wenn die Ware im Ausland lagert, also nur die Lagerung. Das sind die beiden Fragen zu beantworten. Nein, es fällt keine Steuerzahlung an, sondern es ist eine steuerneutrale Transaktion. Also muss man mal kurz zusammenfassen. Ich verschicke jetzt Ware, die ich eingekauft habe, sag ich mal für 100 Euro bei meinem Händler, die liegt gerade in Deutschland. Das sind 100 Produkte, a 1 Euro. Ich verkaufe es für 5 Euro, ist mal das Beispiel. Wenn die Ware jetzt, diese 100 Stück von Deutschland nach Polen verlagert werden von Amazon, schreibe ich mir eine Proforma-Rechnung über 100 Stück, a 1 Euro, von, sag mal, der Test A GmbH mit dem Mehrwertsteuersatz Deutschland an die Test A GmbH mit dem Mehrwertsteuersatz Polen.
Und diese Transaktion ist von der Mehrwertsteuer, ist von der Mehrwertsteuer ausgenommen. Ähnlich wie, nicht zu vermischen, aber es war eine Abwicklung, ähnlich wie das Reverse-Charge-Verfahren, wenn ich eine B2B-Transaktion zu jemandem in einem EU-Land mache, weil die dann steuerneutral ist. Das vielleicht dazu zu erwähnen. Genau. Ich hoffe, das beantwortet auch die Fragen. Und jetzt kommen wir, wie gesagt, die anderen Fragen haben wir noch nicht vergessen. Die kommen am Ende noch. Bitte nicht, bitte ein bisschen vorsichtig sein, aber die kommen. Jetzt zeige ich meinen Bildschirm wieder. Und ich glaube, die Frage, die mir auch immer am meisten gestellt wird, ist tatsächlich das Thema, wann lohnt es sich, tatsächlich für mich auch Lager im Ausland zu machen? Wir haben in der Vergangenheit gerade bei Account X häufig die Antworten dafür, ja, ich habe es einfach mal gemacht oder hat sich richtig angefühlt oder mir hat jemand gesagt, soll es einfach machen. Also häufig sehr, ich sag mal, sehr subjektiv. Und wir haben für uns immer gemerkt, dass es eigentlich gerade wenn man Amazon macht, gerade wenn man Amazon FBA macht, eine sehr objektive Antwort darauf gibt. Denn man kann das sehr klar berechnen. Wir haben, glaube ich, eben schon darauf hingeführt, es gibt Versandkostenpreise und das ist eigentlich der Haupttreiber. Wir sagen, okay, wenn ich meine Ware heute von Deutschland nach Italien verschicke und irgendwie 8,50 € zahle, aber meine Ware nach Italien umlagen kommt, dann nur 5 € zahle, dann spare ich 3,50 € pro Bestellung. Dagegen stehen Kosten, kann ich jetzt mal pautal ungefähr sagen, von so 100 bis 120 € im Monat für die Umsatzsteuer-ID-Verwaltung und die Abwicklung der Umsatzsteuer-ID. Das heißt, grundsätzlich kann ich bei 35 Paketen, in dem ein sehr einfachen Beispiel, bei 35 Paketen nach Italien könnte ich dann entsprechend schon die Umsatzsteuer-ID beantragen und damit quasi meine Profitabilität steigern. Und ich führe euch jetzt einmal tatsächlich durch die Berechnung durch, anhand eines Beispiels am Ende auch, weil ich glaube, jeder von euch kann die auch einmal machen und das, glaube ich, sehr, es hilft dann auch wirklich zu entscheiden, sehr objektiv zu entscheiden, wo ich mich lagern möchte und wo nicht. Genau, was brauche ich dafür? Das erste ist die Amazon-Preisliste. Kann den Link, werde ich im Nachgang auch nochmal alle rumschicken. Die sieht ungefähr so aus. Es ist ein großes PDF. Gerade am 1. Mai wieder von Amazon geupdatet, natürlich nicht günstiger geworden, ein bisschen teurer geworden an gewissen Stellen. Was man hier sehen kann, ist eigentlich relativ klar. Also es wird transparent erklärt. Ich hoffe, hier auf der rechten Seite sieht man es. Ein lokaler Versand, sag mal in Deutschland, für das 900-Gramm-Paket kostet 3,96 €. Wenn ich es nach Polen, Tschechien umlage, deswegen steht hier DE Polen, Tschechien, zahle ich 3,70 €. Das sind die 26, die ich erspare. Wenn ich zum Beispiel das Italien lokal verschicke, zahle ich 4,97 € und so weiter und so weiter. Das heißt, die Preisliste, die Preise an sich, die ich an Amazon zahle, sind sehr transparent. Wichtig ist da nur, es gibt gewisse Währungsumrechnungen, wie die Schweden in Kronen, Polen in Zloty. Das ist, glaube ich, immer, ist, glaube ich, klar. Dafür gibt es Google Sheet Translator, nicht dann jetzt Währungsumrechner, die man nutzen kann, um sich die Preise tatsächlich auch in Euro sich zu analysieren. Das ist das Erste. Also ich muss natürlich wissen, was kosten die einzelnen Paketgrößen, die ich mache. Als Zweites brauche ich natürlich meinen Amazon-Transaktionsbericht. Ihr kennt, glaube ich, den alle. Den wird einmal im Monat von Amazon zur Verfügung gestellt. Kann ich über Amazon FBA-Lieferung abrufen. Und es ist eine relativ große Tabelle mit irgendwie 69 Spalten. Hier so ein kurzer Ausschnitt davon. Was aber natürlich relevant ist, um meine Berechnung zu machen, ist zu sagen, okay, ich nehme alle Verkäufe, basierend auf gewissen Asins. Das steht hier unten. Wie häufig wurden die verkauft? Von wo wurden sie verkauft und wo wurden sie hinverkauft? Weil am Ende ich ja überlegen muss, okay, wenn ich so und so viele Pakete jetzt bisher nach Italien verschickt habe, bleibe es mal ein Italien-Beispiel, und das dann mal zusammenbringe, lohnt es dann für mich tatsächlich den Verkauf. Als dritten Schritt, denn das ist das Wichtige, Amazon im Transaktionsbericht sagt mir nicht, welche Paketgröße ich habe, sondern sagt mir nur Versandkostenpreise. Man kann natürlich in seinem Amazon Seller Central nachgucken, was es ist. Wenn man es aber eine einfache Rechnung machen möchte, gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder man zieht sich einen Report aus Amazon direkt oder macht Folgendes. Es gibt ein Tool, das die meisten von euch kennen, das ist der sogenannte Profitabilitätsrechner von Amazon. Und da kann ich eigentlich jede beliebige, auch von jede öffentliche Asin eines Produktes kann ich dort eintragen. Da habe ich mir als Beispiel diesen Fire TV Stick genommen. Und wenn ich da auf das Produkt suche, sehe ich immer, welche Versandkosten bei FBA anfallen würden. Das sind in dem Fall 3,12 €. Und die 3,12 €, wenn ich jetzt wieder in die Tabelle vorher gehe, finde ich hier 3,12 €. Das ist das kleine Paket. In dem Fall ist das kleine Paket bis 150 Gramm. Und wenn ich das weiß,
dass mein Produkt in einem kleinen Paket verschickt würde, muss ich eigentlich nur Vergleich machen zwischen was zahle ich lokal, beziehungsweise was zahle ich grenzüberschreitend in jedem Land und kann daraus eine Optimierungsrechnung machen. Und das möchte ich einmal jetzt euch an einem Beispiel zeigen, also was man macht. Man führt dann eigentlich die Tabelle für sich zusammen. Und ich kann mal hier ein Beispiel nehmen. Also wir haben jetzt hier einen Händler gehabt, der hat dieses Produkt von Frankreich nach Frankreich verschickt. Und ihr seht auf der rechten Seite drei Spalten. Der Maximalpreis, der tatsächliche Preis und der Possible Price. Das heißt, der Maximalpreis ist immer der grenzüberschreitende Preis. Okay, das heißt, wenn ich die Ware nicht von Frankreich, sondern von Deutschland aus verschickt hätte, würde er 13,82 Euro für den Versand dorthin schicken. Der Possible Price, der Minimalpreis, also das, was passiert, wenn ich lokal den Versand mache. Das heißt, die Tabelle zieht sich eigentlich nur genau, was ist eigentlich mal der lokale Preis, was der grenzüberschreitende Preis. Und dadurch, dass ich jetzt hier weiß, dass dieses Paket von Frankreich verschickt wurde, zahle ich tatsächlich nur 9,55 Euro und rechts entsprechend habe ich keine weitere Ersparnis. Nächste Transaktion geht jetzt von Frankreich nach Spanien. Ich weiß von dem Händler, dass er keine Lagerung in Spanien aktuell macht. Dadurch ergibt sich, dass der auch basierend auf dem Standardpaket 2,9 Kilo, der grenzüberschreitende Preis eben 13,82 Euro ist, der lokale Preis wäre 6,29 Euro. Dadurch, dass er aber aktuell nicht in Spanien lagert, zahlt er tatsächlich 13,82 Euro und hat dementsprechend auf diese einzelne Transaktion ein Einsparpotenzial von 7,53 Euro. Dann noch zwei andere Beispiele. Jetzt sieht man hier zum Beispiel das Zielland ist Österreich. Dort ist es natürlich so, dass alle Preise die gleichen sind, denn in Österreich gibt es keine Lagerung von Amazon. Das heißt, dorthin wird immer grenzüberschreitend verschickt. Das heißt, maximaler, tatsächlicher und Minimalpreis sind immer der gleichen. Das heißt, 0 Euro Ersparnis. Hier nochmal ein Beispiel, klassisch das Polen und von Polen nach Deutschland, also ein CE-Programm. Der Händler hat das CE-Programm schon aktiv. Preis wären 7,91 Euro, wenn er lokal aus Deutschland verschickt, zahlt aber 7,65 Euro, 26 Cent weniger, entsprechend keine Ersparnisse. Das ist sehr schnell, ich gehe gleich nochmal durch einen konkreten Fall nochmal durch. Das Gedankengang ist aber wirklich sozusagen, ich vergleiche immer, was ist der grenzüberschreitende Preis für das Zielland, was der Lokalpreis und mache dann, das kommt als nächstes, macht dann eigentlich eine kumulierte Analyse über alle Transaktionen pro Land. Komme ich gleich mal zu einem, mache ich dann einmal in einem konkreten Beispiel. Und kann daraus natürlich dann berechnen, was für mich die tatsächlichen Einsparungspotenziale rein basierend auf meinen Lagerungen sind. Das ist eine ganz einfach, am Ende ist es wirklich einfach eine Rechnung. Und dann kann man sagen, okay, was habe ich, spare ich ein pro Monat oder ich gucke mir ein ganzes Jahr an. Und wenn das quasi die Kosten für eine Umsatzsteuer-ID und die Meldung überschreitet, dann sollte man sich darüber aus meiner Sicht sehr konkret Gedanken machen. Denn die Einstellungen, die Bilby zeigt, sind relativ simpel. K&X kann dann entsprechend als Anbieter kann die entsprechende Umsatzsteuer dies abwickeln, natürlich auch gegen Kosten. Aber am Ende bin ich dann aus der gesamten weiteren Optimierung eigentlich raus und kann eigentlich nur anfangen, weiter zu verkaufen und entsprechend die Einsparpotenziale auch wirklich zu realisieren. Um es ungefähr grob zu sagen, wir sagen, eigentlich sollte die Ersparnis, um es dauerhaft auch zu haben, sollten die Ersparnisse pro Land pro Monat über 200 Euro sein, damit man die Vollkosten wirklich komplett abdeckt. Und beim CE-Programm, weil es entsprechend zwei Länder sind, in Polen und Tschechien, sollten mehr als 400 Euro abgedeckt sein. Ich habe jetzt, wie gesagt, einmal nur ein Beispiel. Ich habe es an einer Excel-Liste, die ich euch einmal vorführen möchte. Zeige ich euch das. Also das ist tatsächlich ein anonymisierter, aber realer Case, den wir für einen Kunden gerechnet haben. Also wir haben tatsächlich hier seinen Amazon-Transaktionsreport gemacht, haben dann gesagt, okay, da gehe ich mal hier genauer ein. Also wir haben jetzt bei ihm quasi einen Monat, sieht man hier oben, ich hoffe, es ist groß genug, vielleicht einmal Daumen hoch, ob es groß genug ist zum Sehen von einem von euch. Wir haben den Monat April hier analysiert. In diesem Monat hat er insgesamt 2.900 Verkäufe gemacht. Davon sind 2.300 per FBA verschickt worden und aktuell, wie ihr seht, von welchen Ländern, das ist das Departure Country, also aus Deutschland, Polen, Tschechien und Frankreich wurden die verschickt. Das heißt, er hat in diesen Ländern die Lagerung aktiviert, in den anderen entsprechend noch nicht. Er schickt aber Ware eben nach Frankreich, nach Italien, nach Spanien, nach Holland, nach Belgien, nach Schweden, sogar eins nach UK und natürlich die other sind meistens die auch, die in Österreich und andere Länder sind. Was wir dann eben entsprechend gemacht haben, genau das, was ich eben auch erklärt habe. Also wir haben geschaut, welche Asins wurden verkauft, zu welcher Anzahl, habe diesen Preis aus den Produktivitätsrechnern gezogen und das wiederum auf ein Paket gematcht. Und wenn ich das weiß, dann kann ich nämlich am Ende sagen, okay, kann an jeder Transaktion die entsprechenden Preise zuordnen. Das habe ich dann hier entsprechend auch gemacht.
Wie wir eben sehen, ich habe hier nochmal das Beispiel, was ich eben sagte. Also er hat jetzt irgendwie 7,53 € Einsparpotenzial auf der Transaktion, 4,35 € nochmal hier, weil in Italien auch noch nicht aktiviert ist. Und das kann man dann am Ende über eine Pivot-Tabelle sehr einfach zusammenführen. Und jetzt gucken wir uns mal diesen Kunden an. Also der hat auf den Monat, hat er rund, das sind die tatsächlichen Versandkosten, hat rund 21.000 € Versandkosten gezahlt. Und wir sehen eben entsprechend, dass natürlich in den Ländern Deutschland kein Einsparpotenzial ist, weil er entsprechend das CE-Programm schon nutzt. Frankreich genauso, also er nutzt die Lage in Frankreich schon. Wenn er sie nicht nutzen würde, in diesem Fall würde er 1.500 € mehr zahlen auf den Transaktionen, die er in dem Monat gemacht hat. Aber zum Beispiel das Beispiel in Italien zu nehmen, dort lagert er aktuell noch nicht. Heißt, er hat tatsächlich gerade grenzüberschreitende Versandgebühren von 1.500 €, könnte aber, wenn er in Italien lagern würde, nur 957 zahlen. Das heißt, eine Ersparnis von knapp 600 € im Monat. Das ist dann natürlich dann eine objektive Betrachtung, ist das für mich relevant oder nicht. Gleiches gilt eben in Spanien. Das ist die Magie dahinter, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist aus meiner Sicht, und das versuche ich auch seit ein paar Monaten immer wieder auch zu predigen, ist es, man sollte das Thema Internationalisierung gerade bei Amazon nicht als subjektive Thema nehmen, sondern man kann da sehr datenbasiert auch für sich analysieren, wann es sich für mich lohnt, dort profitabel zu sein oder nicht. Genau, vielleicht ein paar kurze Ergänzungen noch dazu. Die Länder, sagen wir es wisst, die Länder Belgien, Holland und Schweden sind ja alles relativ neue Marktplätze noch für Amazon-Verhältnisse. Dort ist es aktuell so, deswegen seht ihr hier auch unterschiedliche Preise für Belgien, ist es so, dass sobald man nur den Marktplatz Belgien aktiviert hat, zahlt man dort lokale Versandgebühren. Das ist aktuell zumindest. Das heißt, ich muss dort nicht lagern, kann ich ja offiziell auch noch nicht. Aber sobald ich den Marktplatz Belgien anschalte, zahle ich dort die lokalen Versandgebühren, nicht die grenzüberschreitenden. Das heißt, momentan ist es, um auch jetzt zu sagen, wie teste ich gewisse Märkte, momentan ist es relativ günstig, Märkte wie Belgien und Holland zu testen, weil ich entsprechend eben in Versandkosten nur die lokalen Versandgebühren zahle. Genau, ich gehe nochmal zurück auf meine schlauen Folien. Natürlich muss ich natürlich eine Sache jetzt zeigen. War wahrscheinlich alles sehr komplex, was ich gezeigt habe. Das Ding haben wir natürlich, bietet natürlich auch, dass ihr es bei uns machen könnt. Also am Ende ist es so, diesen Rechner haben wir soweit, was ich jetzt gerade in der Logik erklärt habe, für Online-Händler und euch gebaut. Ist kostenlos. Wer jetzt möchte, kann über CountX Amazon FBA-Rechner sich registrieren und seinen Amazon-Account connecten. Dann kriegt ihr innerhalb von ein paar Stunden genau die Analyse, die ich euch gerade gezeigt habe, auf eure Verkaufszahlen zurückgespielt. Das heißt, wir geben euch dann direkt eine Handlungsempfehlung, dann, hey, guck mal, wie das letzte Jahr gelaufen ist. Wenn es dazu Fragen gibt, dann können wir da in Diskussionen einsteigen. Aber da diese Berechnungen haben wir entsprechend schon angestellt, haben die ganze Preisliste integriert. Um da ein bisschen Werbung zu machen für uns, aber ich bin auch ein bisschen stolz als auch um mich und das Team, was wir da aufgebaut haben. Also ist immer wieder spannend, was man da auch sieht. Genau, wenn es dazu Fragen gibt, gerne auch die direkt hier in die F&R-Sektion schreiben, weil hiermit würde ich auch glaube ich, ganz gut in der Zeit. Nochmal kurz, ja, letztes nochmal auf die Checkliste eingehen, dann die letzten Q&A-Questions beantworten. Wie eben erwähnt, Checkliste. Wichtig ist aus meiner Sicht immer nicht gleich Pan-EU und Vollgas, sondern sagen, Märkte testen und das Ziel an einem Versand starten. Natürlich ist dann die Marge ein bisschen geringer, aber dann weiß ich, ob überhaupt die Nachfrage für mein Produkt da ist. Wenn keine Nachfrage für das Produkt da ist, brauchen auch dort nicht lagern. Muss man, glaube ich, immer wieder klar sagen. Zweite ist aus meiner Sicht, Break-Even-Analyse, und zwar zahlengetrieben, nicht auf, ja, ich glaube und könnte, sondern nimm die Zahlen, die du verkaufsmäßig gemacht hast, analysiere die und triff darauf basierend eine Entscheidung, ob es sich für dich lohnt, das zu tun. Frühzeitige Umsatzsteuerregistrierung. Auch da wieder ist es wichtig, die Umsatzsteuer, die muss gültig sein, bis die Umlagerung stattfindet, weil sonst muss ich den Warentransfer, den wir eben erklärt haben, der steuerneutral ist, muss ich versteuern. Das heißt, wenn ich dann mein Beispiel der 100 Punkte für 1 Euro die entsprechend ohne Umsatzsteuer, die Steuer, die nach Polen verschicke, muss ich dort drauf Steuern zahlen. Das ist ärgerlich, deswegen immer wieder frühzeitig über Gedanken machen. Es dauert gewisse Zeitläufe, in der Regel sind es 2 bis 3 Monate für die Umsatzsteuer, die man entsprechend vorplanen muss. Also entsprechend Planung ist wichtig. Umsatzsteuer, die ist im Rechnungsprogramm hinterlegen, das hat der Sandra immer erklärt. Proforma-Rechnung erstellen, sobald die Warentransfers stattfinden. Auch das sind Service, die wir übernehmen können. Umsatzsteuermeldung machen. Und wenn man es wirklich groß treibt, gibt es sogenannte Lieferschwellen für das Intrastat. Das ist dann relevant, wenn man sehr viele Warentransfere hat und sehr viel einführt. Das geht im sechsstelligen Bereich los.
Kann man nachgucken, wollte ich jetzt heute nicht drauf eingehen, weil es jetzt nicht, noch nicht sonst relevant ist. Aber das sollte man entsprechend auch berücksichtigen. Genau. Ansonsten, das habe ich, glaube ich, gerade schon erwähnt, Thema Preisberechnung lokal Niederlande, Belgien, Schweden, sollte man gerne mal probieren. Und dann würde ich jetzt nochmal auf Fragen eingehen, die reinkommen. Genau, wir haben hier, ich fange mal an mit Gregor. Die Frage, ich hatte mir auch mal mit Baby schon gesprochen, ich habe mich mal gefragt. Gregor fragt, wie finden wir die verschiedenen Umsatzsteuersätze der einzelnen EU-Länder raus? Gute Frage. Es gibt Datenbanken dafür. Wichtig ist so, also grundsätzlich finde ich die raus, googeln oder auch es gibt gewisse Services dafür, die das machen. Wichtig ist eben, was man, glaube ich, es gibt keine pauschale Antwort. Ich glaube, das ein Beispiel ist häufig so, ja, ich habe in Deutschland 90%, dann muss es in Österreich 25% sein. Das gilt in den meisten Fällen, aber nicht immer so. Das heißt, es gibt wirklich, gerade wenn wir in Deutschland, da haben wir den normalen, den reduzierten Mehrwertsteuersatz, dann heißt das nicht, dass jedes Produkt, was in Deutschland reduziert ist, auch den reduzierten Steuersatz in Österreich hat. Zum Beispiel, ich weiß das aus Erfahrung auf Tiernahrung. Tiernahrung ist in Deutschland bei 7%, in Österreich war bei 13%, obwohl es gibt 10, 13 und 20% als Mehrwertsteuersätze. Also das muss man individuell auf die Produkte analysieren. Datenumlage dafür ist eigentlich immer die Zolltarifnummer, mit der man das dann entsprechend nachverfolgen kann. Genau. Wir haben eine Frage nochmal ganz am Anfang auch. Funktioniert PanEU auch für Gefahrgüter? Die Antwort kann ich tatsächlich gar nicht genau geben. Hat irgendwer von euch da Erfahrung aus der Custom Support Sicht oder so? Kann ich tatsächlich nicht beantworten. Also wenn Amazon dir, also kann ich tatsächlich, kann ich klar antworten. Also ich wüsste jetzt nicht, welche Produkte es genau sind, wenn Amazon sich verschifft. Soll es möglich sein, es gibt aber natürlich immer noch auch noch Begrenzung von einzelnen Ländern, ob man diese Gefahrengüter oder einführen kann oder nicht. Also das muss man, glaube ich, berücksichtigen. Deswegen leider kann ich in dem Fall keine pauschale Antwort geben. Thomas, wir starten ein Proof of Concept in den USA und wollen erst nach dem Ergebnis entscheiden, ob wir eine Company in den USA gründen. Versand wird das mit NASA erfolgen, mit einem kleinen Team vor Ort. Wie verhält sich mit dem zum Beispiel Steuernummer USS? Also das USS-Verfahren spielt dort überhaupt keine Rolle. Das USS-Verfahren ist rein EU-spezifisch, deswegen ist auch UK dort ausgenommen. UK ist immer ein besonderes Thema. Am Ende ist es so, dass, ich muss sagen, ich bin kein USA-Experte, aber man dort, deswegen kann ich dir gerade tatsächlich keine Pauschale geben, wie es sich genau mit den USA verhält. Aber du musst aus meiner Sicht, aus meinem, auch der Erfahrung von Kunden und du musst keine Company gründen. Und du kannst tatsächlich mit einer Steuernummer, dort vor Ort kannst du starten und dann bei Erfolg dann entsprechend die Company quasi gründen. So, wir haben noch eine Frage. Könnt ihr noch kurz auf Kommissionslager eingehen? Ich würde gerne eine Frage an euch mal weitergeben, aber ich weiß nicht, ob irgendwer von euch da noch was zu sagen kann. Aber sonst mache ich das auch. Auf Kommissionslager? Zum Beispiel, kann auch die andere eingehen. Kommissionslager habe ich keine Ahnung von, ehrlich gesagt. Und das andere ist Count-X-spezifisch. Genau, also gut. Kommissionslager ist in dem Sinne, wo quasi Ware zwischenkommissioniert wird. Die sind für die Steuer Gott sei Dank unrelevant. Das heißt, wenn eine Ware dort wieder zurückgeschickt wird oder dort nur quasi kommissioniert weitergeschickt wird, ist das für die Steuern, für die Steuer nicht zu berücksichtigen. Das heißt, du brauchst, wenn ein Kommissionslager in einem gewissen Land ist, dort nicht automatisch eine Umsatzsteuer, sondern es geht dann darum, wenn dort von dort aus Ware an den Endkunden verschickt wird. Das ist, glaube ich, wichtig zu erwähnen. Aber ich glaube, die Frage kannst du beantworten. Habt ihr Erfahrung mit C-Discount? Weil wir tatsächlich ganz mal direkt mit denen sprechen. Ihr habt im Zweifel eine Schnittstelle zu C-Discount? Genau, ja. Allerdings ist, wenn ich es jetzt gelinde ausdrücken soll, es hat bei uns jetzt nicht wirklich eine Relevanz als Marktplatz. Von daher halten sich jetzt die Erfahrungen in Grenzen, was so Kundenaussagen betrifft.
Also mir würde jetzt spontan kein Kunde, keine Kundin einfallen, die auf C-Discount verkauft in Verbindung mit Bilby. Sandra, ich weiß nicht, ob du da jetzt vielleicht noch jemanden kennst. Also es sind sehr, sehr wenige. Der eine oder andere Händler oder Händlerin ist mir bekannt. Aber also wenn Arndt eine spezifische Frage dazu hat, auch gerne an support@bilby.eu irgendwie, dann haben wir auch die Möglichkeit, für spezifische Fragen dann nochmal zu recherchieren. Ja, würde ich in dem Fall auch nochmal, ihr könnt, ihr habt vielleicht auch sagen, Kontakt bei euch geht über die Webseite direkt, richtig? Genau. Wenn Fragen dazu sind, gerne dahin. Genau, dann haben wir noch Barbara, hatte gefragt, kann Countnext die Daten für Verkäufe weltweit auswerten in Europa? Wir werten tatsächlich nur Europa aus, weil der Seller-Account ja auch quasi europäisch läuft und der amerikanische getrennt davon läuft. Deswegen würden wir nur Europa analysieren. Deswegen, wir haben unsere Analysen bisher nur auf Europa spezifisch gemacht. Aber gerne mal testen. Wir sind eigentlich über die Zeit, aber ich habe noch eine Frage. Ich bin wirklich noch überrascht, wie solche Umsätze entstehen. Wenn die Verkäufe entstehen. Tatsächlich die Frage habe ich jetzt nicht ganz genau verstanden. Seht ihr, es geht irgendwie, du meinst, wie die Aufteilung von den Umsatzsteuer-IDs sind oder den Umsatzsteuerzahlungen. Also am Ende, was immer als Kontrollmechanismus ist, du solltest, glaube ich, nie mehr Umsatzsteuer zahlen in Summe als das, was auf deinen Rechnungen steht, die du ausgestellt hast. Das ist, glaube ich, immer als erster Kontrollmechanismus. Also wenn es passiert, dass du irgendwie, wenn du Rechnung geschrieben hast und dort Umsatzsteuer ausgewiesen ist, dann sollte die Summe genau eigentlich das ergeben, was du auch gemeldet hast und zahlen musst. Wichtig ist eben aus meiner Sicht, und das hat ja am Anfang gesagt, ist vor allen Dingen die Trennung zwischen dem, was, wo es abgeführt wird. Also gerade, wie gesagt, ich hatte es schon erwähnt, gerade am Anfang war es immer große Unsicherheit, Thema CE-Programm, Ware wird in Polen, Tschechien gelagert, wird vor allem nach Deutschland verschickt. Haben viele Steuerberater haben dann gesagt, ah, das ist ein deutscher Umsatz, ich habe dafür 19% drauf. Und dann hast du die deutsche lokale Umsatzsteuer monatlich abgeführt. Und dann hat jemand USS dazu noch abgeführt und gesagt, ja, das ist aber grenzüberschreitend. Und dann wurde das nochmal abgemeldet. Und dann hat man auf einmal doppelt dafür gezahlt. Darf natürlich nicht passieren. Deswegen wichtig ist, die Daten, die Versendungen, die lokal passieren in einem ausländischen Land, werden dort lokal abgeführt. Alles, was grenzüberschreitend an den Endkunden gelangt, wird über USS abgewickelt. Und die Festsetzung des Steuersatzes, das ist dann wiederum das, was ja auch Bilby durch die Einstellung macht, die dann berücksichtigt werden müssen. Also ich hoffe, das beantwortet auch die Frage nochmal zum Teil. Genau. In diesem Sinne, ich glaube, wir haben die Fragen beantwortet. Deswegen möchte ich mich vor allem erstmal bei euch beiden bedanken. Danke Sebastian, danke Sandra, dass ihr dabei wart. Mit eurem Know-how auch und vor allem auch, muss sagen, ich habe auch zum ersten Mal Bilby in Daten dort soweit auch in Action gesehen. Freue mich sehr. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hat Spaß gemacht. Ich habe tatsächlich zum Ende noch eine Umfrage, weil wir jetzt gesagt, wir haben noch die Lagerung sind noch nicht eingegangen. Einmal noch die restlichen sollen wir mal beantworten, wie tatsächlich auch aktuell gelagert wird. Die starte ich noch kurz und dann schließen wir tatsächlich auch das Webinar und dann sind wir durch. Deswegen bitte einmal nochmal kurze Fragen. Wo stehen wir bei euch aktuell mit Lagerung? Nur Deutschland, weltweit? Perfekt. Tatsächlich, um da auch nochmal die Fragen zu scheren, die beantwortet wurde, bin ich überrascht, lustigerweise in dem Fall. 60% lagern nur in Deutschland aktuell. Das heißt, da würde ich auch nochmal die Empfehlung, nicht ganz uneigennützig, testet unser Tool. Ihr könnt es gerne challengen, ob es sich für euch lohnt oder nicht. Wir finden da gerne auch immer noch neue Überraschungen raus. Es gibt 6% CE-Programm, Pan-EU24, UK auch wieder 6, auch weltweit. Das heißt, wir hatten hier die größte Gruppe bei uns ist heute mit nur Deutschland oder auch Pan-EU. Das freut mich sehr. Und deswegen danke nochmal auch dafür für die Teilnahme, auch um da die Antworten zu scheren. In diesem Sinne, vielen Dank nochmal an euch beide, auch an alle Zuhörer. Wir sind
im Nachgang auch erreichbar. Ich glaube, ich habe ja noch Kontaktdaten, jetzt auch bei uns, wie gesagt, bei euch auch, support@bilby, wenn Fragen sind. Gerne noch im Nachgang auf Zukunft. Es wird für uns im Nachgang auch nochmal die Aufzeichnung geben, falls auch Dinge nachgeschaut werden möchten. Da gerne auch auf Fragen eingehen. Und in diesem Sinne einen schönen Dienstag noch. Alles Gute und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Danke euch. Vielen Dank für die Einladung. Ciao, ciao. Danke für die Einladung und schönen Dienstag noch. Schönen Dienstag. Macht's Danke. Gut.